So, hallo Leute, es geht mal wieder weiter mit Pokémon Hardcore Blatt Grün. Yo, hey Leute, es geht weiter. Toll war. Ja, finde ich auch toll. Und ja, wir sollten 300 Geschwindigkeit. Hatte ich jetzt immer so? Ich glaube schon. Also, na gut, egal. Gehen wir hier einfach mal rein. Oh, das war nix. Und ich hoffe, dass dieser blöde Nebel oder was das ist nicht da ist. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich, muss ich etwas tun, was ich eigentlich nicht tun möchte. Ah, doch, gut. Ich dachte schon, gut. Das, also sonst hätte ich pausieren müssen und dann hätte ich mir ein Let's Play Video das so angucken müssen und dann immer hätte ich immer wieder eingeschaltet, wenn Kampf oder Dings gekommen wäre. Pokémon, die es normalerweise nicht gibt, aber zum Glück muss ich das nicht machen, weil hier doch der Nebel nicht ist. Was ich mal sehr schön finde. Ja. Was ich komisch finde, wo ich das, wo ich mein Hex das erste Mal getestet habe, da war hier so ein Nebel. Ja, aber ich glaube, da habe ich auf dem DS-Emulator gespielt. Hast du damit was zu tun? Ich bin mir da nicht sicher. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber na gut. Zum Glück ist es nicht so und ja. Darüber bin ich mal sehr froh, da muss das. Hätte nämlich länger gedauert, das wäre nicht so schön gewesen. Und für euch auch nicht. Und ja. Aber so ist das auch schon viel besser. Weil da muss ich nicht andauernd einen Cut machen. Muss ich andauernd pausieren und das wäre blöd, wenn ich das machen müsste. Aber gut, jetzt höre ich auf drüber zu reden und mache hier die Trainer fertig. Und ja, mach mal Nachtnebel. Wow, ja. Haha, das hat sich gerade selbst gekillt. Wie cool. Cool für mich und blöd für ihn oder sie, Exorzistin. Was machen die eigentlich? Geister austreiben. Aber, naja, gut. Gehe ich nicht weiter drauf ein. Und hier gibt es Apollo. Das ist wunderbar. Aber das besiege ich mal. Oder besiege ich fast. So ungefähr. Okay, dann gehe ich. Ja, ich gehe ja total dumm, aber ist ja auch alles egal. Ja, ich verführe dich, du mich auch. Ja, denkt zwar, ich kann mich auch mal hier bitte. Boah, sogar das Teil überlebt. Und Sato wurde verwirrt. Das ist nicht schön. Nein, das ist überhaupt nicht schön. Und es flucht. Ach, wie dumm. Wie dumm muss man sein. Und, ich klappt jetzt. Das war jetzt logisch. Ich kann mich natürlich, auch wenn das mein eigener Hack ist, ich kann mich natürlich nicht an alle Trainer erinnern, die ich hier programmiert habe. Das ist ja schon eine Weile her. Und ja, was heißt programmiert eben? Welchen Pokémon ich welchen Trainer gegeben habe, ja, so kann man es sagen. Das weiß ich natürlich nicht mehr so genau und von daher. Naja, ist auch besser für mich, dann kenne ich nicht alles. Das ist doch schön. Und hier haben wir Alex hier. Und hier. Okay, Zorbiris. Sollte auch nicht das Problem sein. Aeroass, ja, abstärkt mich auch. Bitteschön und tschüss. Ja, klappt alles ja wunderbar. Ich werde dir bald ein neues Teammitglied fangen, weil so kann es ja nicht weitergehen. Das ist irgendwie dumm. Ja, mein Team hat so langsam ein bisschen zu stark, wie ihr merkt. Ein neues Teammitglied kann nicht schaden. Das heißt, werde ich mir hier eigentlich fangen. Wenn es kommt, dann werde ich es empfangen. Wenn nicht, werde ich es sein lassen. Aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall mal kommen. Und ja, was war da oben? Oh, da ist es. Traumvogel. Möchte gerne einen Traumvogel haben. Kein Zielstrahl, okay. Nachtnebel nochmal. Oh, ja, okay. Das ist ganz schön miese Attacken, so wie es aussieht. Ach, so wenig Bälle, so Mist. Nein. Das ist jetzt blöd. Ja. Erstmal wechseln. Weil das mit Sato hier nicht gleich K.O. geht. Och nee, ey, leck mich doch. Gut, Konfusstrahl, ja. Und ich glaube, ich sollte für das Fangen die Geschwindigkeit runternehmen. Sonst bringt das hier nichts. Mal 100. Oh ja, das ist schon mir schon fast zu langsam. Na, was soll's? Komm. Ja, ich, ja, nee, ich glaube, das ist zu langsam. Ah, Leute, sorry jetzt dafür. Ist irgendwie jetzt gerade blöd. So, das sollte. Boah, das Vieh nervt mich. Glut kann ich noch machen. Gut, hier. Boah, jetzt das Teil nervt mich. Mit dieser blöden Attacke. Glut würde ich jetzt, würde es jetzt bestimmt killen.
Ja, ich habe immer, das ist eine blöde Sache. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Einfach einen Superball draufschmeißen. Ob das drin bleibt. Ja, toll, dass ich nicht dran gedacht habe, mir Pokébälle zu kaufen. Irgendwas vergesse ich immer, das ist ganz toll. Ach ne, wir auch sonst so viel abziehen. Cute wahrscheinlich auch. Warte mal, vielleicht macht das nochmal Leitteiler. Dann hat es ein bisschen Energie, dann kann ich angreifen. Oder ne, halt mal. Ja, jetzt macht natürlich nur Zielstrahl. Super Drang. Ich nervte euch jetzt nicht, aber es wird bestimmt nerven. Okay, jetzt. Jetzt kann ich nochmal angreifen. Ist gut. Ich will hier nichts riskieren. Ja. Ja. So komme ich nicht weiter. Eckmäßig, ich schmeiß jetzt den Ball, wenn es nicht klappt, dann habe ich Pech gehabt. Ich muss es nicht unbedingt haben, wäre nur eine Idee gewesen. Ich versuch's jetzt einfach. Ich muss bestimmt nicht drin bleiben. Doch! Doch! Wow, cool! Doch drin geblieben. Wer hat denn das gedacht? Das erste, was ich jetzt machen kann, ist die Geschwindigkeit wieder hochstellen. Boah, eben krass. Oh nee, das war echt zu langsam. Nein, okay. So. Traumfliege, warum Traumfliege? Ganz einfach. Ja. Geist-Pokémon sind cool. Und Traumfliege habe ich eigentlich nicht so oft. Ich finde es eigentlich ganz cool, ja. Auch wenn sich hier nicht so Traumagil entwickeln kann, aber was soll's. Es ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon, ja. Ich mag's und darum nehme ich es jetzt auch mal. Und es nimmt auch nicht so viel andere, glaube ich. Nee, irgendwie glaube ich es nicht und ja. Ja, darum nehme ich es jetzt, wo ich hier das letzte Mal gespielt habe. Ja, da hatte ich ein anderes Geist-Pokémon. Vielleicht begegnen wir das noch, das würde ich jetzt nicht verraten. Und ja, jetzt haben wir einen Traumfliege auf jeden Fall. Kein Komfortstrahl, jeder. Ob ich das später wegmache oder behalte, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall die eben nervig. Könnte ganz interessant werden. Okay, aber was, ob ich ihnen irgendwas beibringen kann. Nee, nicht schützen. Schockwelle vielleicht. Ja, da habe ich gleich eine Elektroattacke. Und ich will ja keine Pokémon, keine flüchtenden Pokémon fangen, also brauchen wir Horrorblick nicht. Geh mal weg. Und Trainer wechseln ja nicht auch nicht so oft ihre Pokémon, eigentlich nicht, nee. Okay. Ja, ist okay. Versuchen wir mal mit diesem Traumfliege jetzt vom Trainer zu besiegen. Ach, die habe ich schon, also. Ja. Ja, genau, das meinte ich eben. Gengar. Oh. Ja, das war nicht gut. Ein Wechselwetsch. Ja. Ja, ich habe hier Gengar gemacht, das hatte ich, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, ich dachte mir, hier ist eigentlich auch bloß ein Spiel Geister gibt, also kann ich ja ruhig einen Gengar hinmachen. Finde manchmal schon cool und ja, gut. Und okay. Okay, ich sollte jetzt hier weitermachen und okay. Ein Geist, nein, haha, oder nee, was stand da, keine Ahnung, aber die hat ja auch einen Gengar. Ja, der Fensterhaus, das ist aber jetzt schwächer, obwohl es viel Level höher ist. Naja, gut, egal. Das verwirrt, dann versuche ich mal jetzt was zu reißen. Ja, genau, das wollte ich. Und, falls es mich trifft, ich probiere was aus. Nein, toll. Komm, greif mich an, du Scheißvieh. Ja, genau. Jetzt so. Finde ich ganz praktisch, die Attacke. Aber jetzt vielleicht beim nächsten Angriff weg, wenn jetzt nochmal das kommt. Ja, genau, wenn das kommt. Na, ich glaube, das war's jetzt nicht gleich. Nee.
Hier kann ich will ja nichts mehr machen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, wenn mein Schulabbild dabei drauf geht, der kriegt bis drauf über die ganzen Punkte. Ja, komm, das ist ganz okay. So. Hier kommt doch sowieso bald zu einer Heilstelle, wo man heilen kann. Ja, da ist sie schon. Da war das hier also komplett harmlos. Und ja. Meine Supertränke gehen aus, aber. Na, ich brauche jetzt nicht. Zwirrlicht. Ich wechsle mal. Ne, ich wechsle nicht, ich hau ab. Ja, es gibt kein Entkommen. Von mir gibt es kein Entkommen, da hast du schon recht. Ich werde dich fertig machen. Mit meinen coolen Sumpfpacks. Komm mal raus, Sumpfpacks, und regel das für mich. Nach Nebel hilft dir auch nicht. Lebenbrühe und fast besiegt. Oh, es macht Groll. Scrollt. Wie schön. Und tschüss. 46 für Sumpfpacks. Schutzschild. Wer braucht denn schon Schutzschild? Also, mein Sumpfpacks bestimmt nicht. Geh mal weg und, wow, ein Albtraum. Wie schön. Und hier noch ein Kampf. Ein Gengar. Oh ja, Gengar ist cool. Vom Fußstrahl. Wie ich das hasse. Ich hasse das über alles. Fensterhaus. Ja, komm. Sei ruhig. Gerne sterben. Natürlich hat das nochmal überlebt. Das hätte mir klar sein müssen. Aber egal, jetzt ist es besiegt. 38 für Traumfugier, sehr schön. Ja, genau, die will gleich kämpfen. Und jetzt sind wir geheilt. Schutzband, ich glaube, wilde Pokémon kommen weniger. Ja, genau, okay. Aber wir kämpfen jetzt weiter. Mit Zombie, also du bist jetzt so ein Zombie, Alter. Traumfugier. Oh, Konfusstrahl, meinst du schneller? Coole Sache. Oh, Zielstrahl, das ist nicht ganz so cool. Ja, machen wir auch mal Zielstrahl. Ist nicht beschwert, aber das ist jetzt nicht. Leck mich. Okay, darauf habe ich jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Dann wechseln wir zu Satu. Satu wird das mal ganz schön erledigen mit der Eroas. Ja, mach den Kocherblick und ich mach nochmal Eroas und dann bist du weg. 45, sehr schön. Ja, passt du mich auf. Du hast verloren, das ist los. Und, ja, schon wieder ein Gengar. Mal sehen, ob ich das besiegen kann. Das wäre mal sehr schön. Ja, sieht gut aus. Ein bisschen Glück. Komm. Yes. Sehr schön. Und hier noch ein Trainer. Ah, ja. Alpalo. Komm. Ah, das ist schon wieder blöd. Ja, das war sehr blöd. Okay, Tanopto. Nachtnebel. Ja, toll. Hier, auf Wiedersehen und bam, du bist weg. Ja, das war knapp, das war sehr knapp. Ne, eigentlich ist es überhaupt nicht knapp. Was rede ich hier für Mist? Keine Ahnung. Und geh mal weg, ab, hallo, ich zieh schon mal, können es erledigen. Ach, okay, ich hatte gerade irgendwie keinen Bock. Aber das war, daher mache ich es jetzt. Ach komm, hier. Volltreffer, schön. Ich hab's nicht mehr zurück. Hab ich vielleicht noch einen Supertrank? Ich hab einen Supertrank, schön, aber den benutze ich jetzt nicht. Zwei noch. Na dann. Oh, der Part ist gleich vorbei, aber ich kann ja ein bisschen überziehen. Macht ja nix. So. Nebulak, ja, da Traum für wieder gute Karten. Das ist nicht allzu stark. Und nur auf Level 32, ja, das ist echt. Nichts Schweres. Apollo. 35, ja, komm. Oh, das war ein Volltreffer, wie gemein. Schockwelle und tschüss. Gengar, ja. Du, mich, auch Gengar. Und. Tinnopdose auf Packs. Nachtnebel. Hier. Nochmal Nachtnebel. Ah ja.
Gut, okay. Embryo. Ja, komm. Auf Wiedersehen. Wo bin ich? Ja. Weil ich ihn also tolle Fragen oder sagen so tolle Sätze, die überhaupt keinen Sinn ergeben, aber naja, was soll's. Ja, Leute, ich mach hier eine kurze Pause und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ich diesen Turm zu Ende mache. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und wir sehen uns halt im nächsten Part wieder. Also schauen, bis dahin.